Bisher waren Verpackungsfüllstoffe in der Regel aus Plastik. Plastik, das aus fossilen und endlichen Rohstoffen produziert wird. Plastik, das teilweise über 100 Jahre braucht, um abgebaut zu werden. Plastik, das als Mikroplastik in unseren Nahrungskreislauf gerät. Plastik, das teilweise über 100 Jahre braucht, um abgebaut zu werden. Die globalen Lieferketten machen es möglich, dass dieses Plastik vermeintlich günstig produziert und um die halbe Welt transportiert wird, aber auf Kosten unserer Umwelt. Progress Packaging hat beschlossen, das zu ändern. Innovationskraft. Ein tiefer Einblick in die Prozesse der Verpackungswirtschaft. Hartnäckigkeit beim Lösen von Problemen. Und der tief verwurzelte Wunsch, etwas für die Welt von morgen zu tun. Führten zur Entwicklung des Filmart 1000M. Die Idee, Füllstoff aus recycelbarem Material herzustellen, beschäftigt uns bei Progress Packaging schon mehrere Jahre. Denn seien wir einmal ehrlich, die Thematik von ständig wachsenden Müllbergen aus Plastik beschäftigt uns nicht erst seit Fridays for Future, sondern ist ein aktuelles Thema. Als Produzent von Verpackungsmaterial auf Zellstoffbasis war es für uns dann natürlich naheliegend, einen Füllstoff zu entwickeln, der auf unserer Expertise in diesem Gebiet beruht. Im nächsten Schritt kam dann die Idee, den Füllstoff direkt beim Endkunden herzustellen. Dadurch spart man sich sowohl Kosten als auch steigende CO2-Emissionen, die beim Transport entstehen. Man muss sich das mal vor Augen führen. Aus 10 Liter Papier in Form einer Rolle können wir 400 Liter Füllstoff produzieren. Dadurch konnten wir das zu transportierende Volumen drastisch reduzieren. Aus 3 Paletten dieser 10 Liter Rolle machen wir einen ganzen LKW-Zug voll Füllstoff. Die Idee, eine Maschine zu entwickeln, die auf kostengünstige und effiziente Weise Füllstoff auf Papierbasis herstellt, stammt bereits aus dem Jahr 2014. Der genaue Startpunkt war der 18.12.2014, damals noch unter der Leitung des Ingenieursbüro Übelhack aus Regensburg. Im Jahr 2017 konnten wir dann den ersten Filmart 1000 fertigstellen. Dies sollte aber nur einen Zwischenschritt darstellen. Im Jahr 2019 begann die Entwicklung des Filmart 1000M. 2 Jahre später konnten wir den ersten Prototyp fertigstellen. Man kann also sagen, dass die Entwicklung von der ersten Idee bis hin zur fertigen Maschine 6 Jahre in Anspruch genommen hat. Der Filmart erlaubt es, Ökofüllstoffe aus 100% wiederverwertbarem Material direkt am benötigten Abfüllort zu produzieren und damit über 90% des bisherigen CO2-Fußabdrucks von Verpackungsmaterial zu vermeiden. Mit wenigen Handgriffen ist der Filmart 1000M betriebsbereit. Der neue Filmart 1000M überzeugt durch seine hervorragende Ergonomie. Einfache Wartung dank USB-Schnittstelle. Wir wollten es den Anwender so einfach wie möglich gestalten, die Maschine in Betrieb zu nehmen, als auch einen Rollenwechsel durchzuführen. Aus einer Rolle werden so in einer Stunde 400 Liter Füllstoff erzeugt. Die Arbeitshöhe des Filmart 1000M ist auch ergonomisch optimal dimensioniert. Dadurch lässt sich ein voller Füllstoffsack schnell wechseln. Die spezielle Form der Polsterchips garantiert einen idealen Rundumschutz mit einer starken Polstereigenschaft. Zuverlässig, umweltschonend und ökonomisch. Hervorragende Langläufigkeit durch neu entwickelte High-Performance-Transport-Unit und Unwind-Unit. Deutlich verbesserte Performance dank staubarmer Stanzung im neuen Dustless-Formbilder und High-Precision-Querschneider sowie High-Precision-Längsschlitzer. Unser Füllstoff besteht zu 100% aus FSC-zertifiziertem Altpapier. Dadurch müssen bei der Produktion der Rollen keine Bäume gefällt werden.
Darüber hinaus ist der Energie- und Wasserverbrauch beim Recyceln von Papier zwischen 50% und 70% geringer als bei der Papierherstellung aus Frischzellulose. Und natürlich lässt sich unser Paper bzw. Dekofil ganz unbedenklich wieder den Wertstoffkreislauf hinzufügen. Der neue Filmart 1000M. Füllstoff weitergedacht. Für eine bessere Welt von morgen.